Ich möchte einen Text aus Word in einen Mailchimp-Newsletter einfügen. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Ich bin hier am Designen dieses Newsletters und ich möchte hier unten unterhalb dieses Textes hier einen weiteren Textblock einfügen. Ich packe hier den Textblock, trage den hier unten. Tja, wohin denn? Hier steht Lower Body. Footer, Sidebar. Ja, ich möchte den nicht hier loslassen, denn dann wäre er zu schmal. Ich setze den mal hier zum Lower Body, aber hier darüber und lasse los. Das heißt, wenn dieser Textblock nun beim Lower Body eingefügt ist, hier sehe ich schon den Platzhaltertext, dann gilt folgender Stil. Ich speichere das einmal. Ich gehe hier zu Style und hier bei Lower Body wird bestimmt, wie dann der Text aussieht. Also hier wäre der Hintergrund zu bestimmen, hier der Rand nach oben, hier der Rand nach unten, hier Lower Body Text. Ich bleibe mal länger hier drauf. Dann sehe ich links, wie das rot eingerahmt, welchen Teil das betrifft. Das ist jetzt eine Arialschrift, diese Farbe, linksbündig. Und wenn es dann einen Link darin hat, wäre der Link in dieser Farbe. Der passt jetzt irgendwie auch noch nicht. Ich gehe zurück, Save und bestimme nun in diesem Block hier den Text. Ich füge hier den Text ein. Ich lösche den einmal, ich markiere den, Delete und wie kommt der Text aus Word hier hinein? Ich habe hier Word bereits geöffnet. Diesen Text hier will ich hier aus Word holen. Ich markiere den hier, drücke die Taste Ctrl und C für Copy, wechsle wieder zu Mailchimp und füge den hier ein. Achtung! Wenn Sie Text aus Word holen, dann hat das so seine Tücken, denn Word hat ja auch bereits Formatierungen. Ich füge den hier mal mit Ctrl V einfach ein. Und Sie sehen, ja, da ist schon Fett und anderes Zeug mitgekommen. Ich markiere das einmal und ich entferne alle Formatierungen. Also Formatierungen entfernen. Und jetzt ist das sogenannte Standardtext. Es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Ich könnte hier dieses Werkzeug wählen, aus Word einfügen, dann käme dieses Fenster. Ich könnte hier den Text einfügen und okay, dann werden auch alle Formatierungen entfernt. Das mache ich jetzt aber nicht. Oder ich könnte hier einfach sagen, ich will Klartext, also wirklich nur Text einfügen. Also hier zuerst den Text reinkopieren und dann wird das als nur Text eingefügt. Mache ich jetzt auch nicht. Ich habe ja vorhin die Formatierung entfernt. Achtung! Hier ist man versucht, wild herumzugestalten, also irgendwelche Schriftstücke zu markieren, die Schriftart zu ändern oder die Größe zu ändern oder die Farbe zu ändern. Machen Sie es nicht, denn wenn Sie hier herumbasteln, dann überschreiben Sie grundsätzlich die Einstellungen. Ich würde hier nur den Stil bestimmen. Ist das jetzt eine Überschrift oder ist das eben Default Text, also die Hauptschriftart? Wenn ich hier oben die Formatierung entfernt habe, ist das sowieso schon Default Text, also irgendwie nicht formatiert. Und doch ist es formatiert. Ich zeige nachher, wo das formatiert ist. Ich mache hier aber noch etwas. Ich nehme diesen Text und setze einen Titel. Ich habe das kopiert, mache hier eine Zeilenschaltung, füge hier oben diesen Text wieder ein, nehme das zu hier weg und verändere den Stil dieses Textes hier. Ich sage, das sei eine Überschrift. 1, 2, nein, 3. Heading 3. Ich sehe hier links, wie das jetzt aussieht. Das ist gar nicht schlecht. Und jetzt nimmt es mich Wunder, wo kann ich denn den Stil dieses Heading 3, also Überschrift 3, bestimmen? Und wie kann ich im Nachhinein herausfinden, ist das nun Überschrift 1, 2 oder 3? Wenn ich hier wieder draufklicke, sehe ich nämlich nicht,
was habe ich hier verwendet. Aber es gibt einen Trick. Wenn ich hier zum Programmiercode gehe, Quellcode, dann sehe ich, frühzeitig reservieren, das ist H3 und H3 heißt nichts anderes als Header 3, also Überschrift 3. So sehe ich, wie es formatiert ist. Ich klicke wieder auf Quellcode und sehe nun, wie das richtig aussieht. Aber jetzt möchte ich ja den Style grundsätzlich noch bearbeiten. Ich speichere das einmal und ich kann hier den Stil dieses Lower Bodies bestimmen. Ich gehe mal hier drauf. Hier steht Lower Body Text. Das ist offenbar Arial, 16 Punkte. Ich versuche das mal zu verkleinern. Stimmt, jetzt ist das alles kleiner geworden, aber nur hier im Lower Body, hier oben nicht. Also, das funktioniert. Ich setze es wieder auf 16. Das heißt, wenn ich jetzt die Farbe ändere hier, dann ist es auch nur im Lower Body geändert. Stimmt, das ist hier geändert, aber hier nicht, denn das hier ist Body und nicht Lower Body. Deshalb hat sich das hier nicht geändert. Aber jetzt rote Schrift, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht etwas Blaues, das ging ja noch, aber nicht gerade rot. So. Und die Linkfarbe, okay, die sieht noch hässlich aus. Das mache ich ein anderes Mal. Save, speichern. Und wenn ich das hier nun so steuere über diesen Stil hier, anstatt über diesen Block hier, indem dass ich hier drauf gehe und hier die Schriftfarbe und Größe verändere, dann habe ich das zentral gesteuert, denn das hier überschreibt immer das zentral gesteuerte. Save and close. Was passiert nun, wenn ich diesen Textblock hier vom Lower Body in den Body trage? Ich packe das einmal, ich mache das einmal. Ich trage das hier zum Body, lasse es hier unten wieder los. Und was ist passiert? Lustig. Es hat den Text verändert. Ja, stimmt, denn jetzt wirkt sich die grundsätzliche Einstellung des Body-Textes auf den Text aus und nicht mehr die Einstellung vom Lower Body. Das war's.